Letzte Reiterin, Isabel Wirth, salopp formuliert. Ich glaube, egal was jetzt hier im Viereck passiert, für Isabel Wirth war dieses Wochenende sowieso einfach schon granatig. Emilio hier mit 2 Runden mit 17 Jahren und dann sitzt sie da, strahlt total und sagt, Emilio ist für mich genau das in persona, was ich immer predige. Richtig guter Dressurspitzensport ist nichts anderes als Gesunderhaltung, weil die Pferde gymnastiziert sind. So, und dann hatte sie mit dieser Stute, die ja lange, lange raus war, fast 1,5 Jahre Turnierpause hinter sich hatte, dann vor 5 Wochen das allererste Mal in Troisdorf wieder am Start war und jetzt gleich hier rein in die große Schleierhalle. Das ist natürlich auch so ein bisschen risikofreudig, aber es hat sich im Grand Prix absolut ausgezahlt, diese Stute, die sicher über ein absolutes Ausnahmetalent verfügt, was aber dann auch im ganzen Pferd noch natürlich stabil diese Puzzleteilchen des Grand Prix zusammenwachsen müssen. Das ist nicht einfach. Und wir sind echt, ich jedenfalls auf jeden Fall bin sehr gespannt, ob sie diese sehr, sehr schöne Runde aus dem Grand Prix auch schon in den Spezial hier mitnehmen kann. Super B und Isabel Wirth, die nebenbei bemerkt schon 16 Mal hier German Master gewonnen ist. Und Super B, vielleicht erinnern Sie sich, letztes Jahr wurde sie hier mit dem Otto Loerke Preis ausgezeichnet. Ach, man will immer den Ablauf groß haben im starken Trab. Ich glaube, das haben wir hier gerade sehr deutlich gesehen. Und jetzt darf noch so ein Hauch mehr Tragemoment kommen. Hinterbein noch so ein Hauch mehr drunter. Sie auch wieder. Ja, jetzt bevor ich mich ja falsch aus dem Fenster lehne, aber ich glaube, auch sie ist 11. Das heißt, na, und dann diese lange Pause. Also sie wird definitiv anfangen, sich noch mehr zu schließen. So, und das ist natürlich typisch Isabel Wirth. Haben Sie das gesehen? Vor der Ecke nochmal hinten so ein bisschen mit dem Motor angeworfen. Sie nochmal mehr unter positive Spannung gesetzt, um dann hier den Übergang in die Passage und so zeigen zu können. Seite zeigt uns ganz gut, was wir eben angesprochen haben. Dieses Pferd hat unheimlich groß, sehr viel Elastizität, darf sich tatsächlich insgesamt noch etwas mehr schließen, Hinterbeine noch etwas mehr drunter. Sie ist natürlich auch ein im Rechteck konstruiertes Pferd, ganz klar. Da ist der Weg, so doof wie es klingt, auch noch etwas weiter vom Hinterbein, bis er dann ganz vorne unter dem Schwerpunkt des Pferdes ist, aber sie will drunter mit dem Bein, darf jetzt hier und da noch so einen Hauch mehr das Becken kippen. Wenn Sie Isabel Wirth fragen, was für Sie das Wichtigste ist bei einem Grand Prix Pferd, dann wird auf jeden Fall die Antwort kommen, da würde ich meine Hand für ins Feuer legen. Das Pferd muss Geist haben und den hat die. Die will das. Super B. Okay, also definitiv sehr viel Ausdruck, sehr viel Elastizität, sehr ausdrucksstarke, trotzdem fließende Übergänge. Das war schon eine hohe, wir gucken auf den Trend, das glaube ich, können wir absolut nachvollziehen. Das Ganze in jetzt noch mehr geschlossen. Oh, da sind wir aber schön noch mal ein paar Punkte noch höher und das wird kommen. Das ist schon richtig schwierig, da dieses Anpiafieren aus dem Schritt.
Das war schön. Das war gut raus. Das war schon noch eine ganze Portion sicherer aus meiner Perspektive. Und ein sicheres Angalopp hier. Das ist genau der Geist, den Isabel Wirth, glaube ich, immer meint. Sie nimmt die Aktivität immer mit, diese Stute. Für mich tatsächlich nach rechts noch etwas harmonischer fließend als hier nach links. Aber ein gut angelegter Grundgalopp, deutliche Bergauftendenz. Oh, schade. Ja, da ist auch wieder dieses berühmte Abschnauben. Jawohl. Gut. Da sieht man schon auch hier diese Aktivität, die sie mitbringt für die Einerwechsel. Die sind noch nicht total selbstverständlich. Da kann Isabel Wirth auch noch nicht ganz lässig locker nach vorne rein. Oh. Das war der Flugzeugstart. Wow. Also, ich suggeriere mal, wenn da ein normaler Reiter drauf gesessen hätte, wäre wahrscheinlich die Diagonale auch ein bisschen zu kurz geworden. Oh. Ja, das ist schon so, das ist schon zaubernd. Dann hier jetzt so eine gesetzte Pirouette. Boah, die ist schon wach hier. Boah. Hat den Go auf jeden Fall mit dabei heute, Super B. Aber sie kriegen das hier echt hin. Sehr gesetzt, die ruft nach der Last. Was ist das für ein Riesenfund? Und sie ist dann auch echt wieder da konzentriert, obwohl sie ja eben uns diesen kleinen Energieausbruch gezeigt hat. Ah, das macht sie natürlich jetzt hier gut, Isabel Wirth. Übertreibt nicht an der langen Seite. Das fand ich sehr... Oh, jo. Ja, da müssen wir uns noch so ein bisschen einpegeln auf der Schlusslinie in der Passage. Da kann sie nur strahlen. Da waren ja wirklich noch so der ein oder andere Schwups, wenn ich es mal so nennen darf, drin. Hier ein bisschen Go, da ein bisschen Go. Sie hat das exzellent wieder unter Kontrolle gekriegt. Und wirklich drei Galoppsprünge später, zack, in eine Pirouette, die auf dem Tellerchen sitzt. Das ist natürlich, das ist schon einfach ihre nicht nur wahnsinnige Routine und Erfahrung, sondern die ist auch so fokussiert da im Viereck und weiß dann so genau, wo welches Knöpfchen zu bedienen ist. Das ist schon, da muss man einfach sagen, das ist einfach ziemlich einzigartig. Super B mit dem Spezial hier. Und es würde mich ja sehr, sehr wundern, aber wir wollen die Kirche im Dorf lassen. Wenn es so wäre, es wäre Titel Nummer 17 in Stuttgarts Spezial für Isabel Wirth. Ja, und da, ich bin mir sehr sicher, hätte da ein normales Persönchen im Sattel gesessen, dann wäre Super B. So, und das ist er. Der Sieg für Isabel Wirth, Sieg Nummer 4. Full House hier für sie an diesem Wochenende. Und sie ist so zufrieden. Ein Nachwuchspferd und einen Senior hatte sie dabei. Isabel, also Superb habe ich auf der Straße oft genug schon gesehen.
hier im Viereck noch nicht. Erzähl uns ein bisschen was, wie soll ich jetzt vom Auto zum Pferd kommen, zu den Ausstattungsmerkmalen dieses Pferdes. Ja, also die Ausstattungsmerkmale sind drei Top-Grundgangarten. Ich glaube, das konnte man gut sehen. Auch der Schritt. Und ich bin wirklich super happy mit ihr. Ich glaube, es ist tatsächlich ihr erstes Hallenturnier. Sie hat eine Handvoll Turniere bislang in ihrem Leben erst gemacht. Sie hat das hier spitze absolviert, beide Prüfungen. Ich bin mega stolz, wie sie selbstbewusst das hier alles... Warum zuckst du immer so, Isabel? weil sie hat ein unglaubliches Selbstbewusstsein. Und wenn sie in der Box steht, sie im Box, wenn sie nichts kriegt. Und hier will sie jetzt weitergehen, weil das langweilt sie jetzt hier zu stehen. Aber ich glaube, sie hat alle Möglichkeiten, wenn wir jetzt die Kraft, und ich glaube, es war ihr am Ende des Tages dritter Spezial, wenn wir das jetzt weiter zusammenbringen, alle Möglichkeiten sind da und jetzt hoffe ich mal, dass es so weitergeht. Benna, alle sagen immer, oh, wie lange ist sie noch dabei? Endlich sagst du mal Klartext, Freunde, das ist das, was meine Freude ist, auch das Publikum hier, du bist Botschafterin. Jetzt muss ich sagen, als du anfingst damals zu gewinnen, da hat man noch gemerkt, sich wie oft es war. Hast du irgendwo noch in Erinnerung überhaupt, wie oft man dann gewonnen hat? Du bist ja überall Rekordsiegerin. Und vor allem, was bedeutet es dir auch als Botschafterin? Auch wieder zum einen mit einem ganz bekannten Pferd wie Emilio oder eben auch mit etwas Neuem hier die Siegerliste anzuführen. Was bedeutet dir das nach wie vor vielleicht? Also meine große Passion ist das Ausbilden von Pferden. Und das ist das, was mich jeden Tag neu motiviert, inspiriert und in den Stall treibt. Und was mich besonders stolz macht, ist nicht nur die Anzahl der Siege, sondern die Vielzahl der Pferde, die unterschiedlichen Pferde, die wirklich extrem unterschiedlich sind, die hier in Stuttgart gewonnen haben. Und um zur zweiten Frage zu kommen, Botschafterin dieses Turniers zu sein, ist mir eine große Ehre, weil es gibt, ich glaube, gestern haben meine ausländischen Kollegen auch festgestellt, was es bedeutet, hier zu reiten. Es war eine unglaubliche Stimmung gestern und heute im Spezial. Ein nahezu volles Haus, das gibt's nur in Stuttgart und ich freue mich sehr, hier Botschafterin zu sein und danke Ihnen allen, dass Sie uns hier so ein großartiges Turnier und so eine Stimmung bereiten. Vielen Dank. Dankeschön, Bella. Danke. Alles Gute weiterhin. Dankeschön, Isabel Wirth mit Superb. Dankeschön, Carsten.